Wer steckt hinter dem Namen Bruder Hubert Nagelsteg? Ich bin Steiner Missionar, mittlerweile schon im 81. Lebensjahr und bin 1952 nach Steyr gekommen. Was ist Briefmarkenapostolat? Briefmarkenapostolat ist eine Möglichkeit für alle Leute, die mit Briefmarken zu tun haben oder zu tun haben wollen, sei es als Interessent für die eigene Briefmarken, aber auch um einfache Briefmarken zu sammeln und für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Dies haben wir im Jahre 1969 in Steyr begonnen und mit Mitbrüdern betreut und zu einem selbstständigen Apostolat ausgebaut. Leute, die mir regelmäßig Briefmarken schicken, damit ich sie auswerte und verkaufe und damit missionarische kleine Projekte durchführen kann, in Verbindung mit der Steyrer Mission in St. Augustin. 81 Jahre alt, engagiert im Briefmarkenapostolat. Was treibt dich an? Ich bin da eingestiegen aus Liebe zu dem Ludwig, der verstarb vor 5 Jahren, und fand noch bei ihm die Notiz, dass ich der Mitgründer dieser Institution geworden bin im Noviziat. Und die Möglichkeit, mit Leuten, die uns ohne Zwang und ohne Vergütung Briefmarken senden, damit wir daraus ein kleines Projekt machen für die Mission. Und das ist also höchst interessant und gibt also mir viele Möglichkeiten der intensiven Betreuung, aber auch der Umsetzung für missionarische Objekte. Was würdest du gerne all diesen Menschen, die dir zur Seite stehen, sagen? Ich sage ihnen immer, dass ich überrascht bin von der fehlenden Freizügigkeit der Leute, die uns diese Briefmarken ohne Wenn und Aber anvertrauen, mit der Bitte, daraus was Gutes zu machen. Und deswegen haben wir auch unseren Slogan gewählt, Gutes tun mit Briefmarken. Das ist so akzeptiert worden und daraufhin haben wir auch jährlich einen Flyer gemacht, einen Jahresbericht, der darüber Auskunft gibt, was wir im letzten Jahr unterstützen konnten und was wir im neuen Jahr wieder vorhaben an neuen Projekten. Und dafür kriege ich also sehr viel Zustimmung und positive Nachricht, sodass ich also heuer 9000 Berichte gedruckt habe.